Hallo zu den 10 Tipps, wie Sie Ihre Präsentation auf jeden Fall zu einem Desaster machen. Tipp Nummer 1. Sprechen Sie viel zu leise. Vor allem ganz beliebt werden Sie am Ende eines Satzes immer leiser. Oder verschlucken Sie die ganz wichtigen Aussagen, die Sie machen wollen, indem Sie sie immer leiser werden lassen. Sie werden damit bei Ihren Teilnehmern erreichen, dass die immer mehr in sich aufgewühlt sind, weil sie denken, warum redet der oder diejenige immer wieder so leise? Ich verstehe gar nicht, was derjenige mir sagen will. Und am Ende wird das dazu führen, dass ihre Teilnehmer entweder aggressiv werden, weil sie durch das "Ich verstehe Sie nicht" einfach aggressiv werden, weil sie ja wissen wollen, was sie erzählen, oder die Teilnehmer hören ihnen einfach nicht mehr zu, was ja ziemlich einfach ist, weil sie so schön leise reden. Und die Alternative zum leise Reden ist es, wie ein General auf dem Exerzierplatz laut und deutlich zu reden. Dann werden sie dafür sorgen, dass alle auf ihren Sitzen zurückzucken und hoffen, dass möglichst schnell dieser Sturm an ihnen vorbeigeht und sie bloß nichts Falsches machen. Also zu leise und viel zu laut zu reden sind ideale Möglichkeiten, um Ihre Präsentation zu vernichten. Tipp Nummer 2, damit Ihre Präsentation schief geht: Reden Sie ganz besonders langsam und das ganz besonders dann, wenn Sie Menschen vor sich sitzen haben, von denen Sie wissen, dass sie unter ganz großem Zeitdruck stehen. Denn Menschen mit sehr großem Zeitdruck oder mit viel Fachwissen über das, was Sie von sich geben, werden sehr, sehr ungeduldig, wenn jemand unglaublich langsam mit Ihnen spricht. Egal, ob das Ihre normale Sprechgeschwindigkeit ist oder Sie denken, Sie müssen langsam sprechen, damit man Sie besser versteht. Gut ist sehr langsames Sprechen dann, wenn Sie einen Vortrag direkt nach der Mittagspause haben. Dann ist jeder sowieso sehr gesättigt und würde am liebsten schlafen. Und ein langsamer Vortrag hilft dabei enorm. Er hilft viel mehr als jemand, der wahnsinnig schnell redet, weil er ganz genau weiß, worum es jetzt geht. Außerdem muss derjenige besonders schnell reden, weil der vorgehende Vortragende schon 15 Minuten länger gemacht hat und von den 30 Minuten, die sie hatten, sind nur noch 15 Minuten übrig geblieben. Deswegen, weil sie ja 55 Folien haben, durch die sie durch müssen, müssen sie entsprechend schnell reden, damit sie da auch wirklich durchkommen. Und irgendwas wegzulassen, das geht einfach nicht. Deswegen müssen sie alles so wahnsinnig schnell kommunizieren, damit sie auch den kompletten Inhalt durchkriegen. Und wenn die Teilnehmer eben nicht ganz mitkommen, dann ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache, Sie haben Ihren Inhalt durchgekriegt. Also, ganz langsam reden oder viel zu schnell reden werden dafür sorgen, dass Ihre Teilnehmer Ihren Vortrag ganz bestimmt nicht mehr vergessen. Leider aus negativen Erinnerungen heraus, aber egal. Tipp Nummer 3, damit man Ihre Präsentation ablehnt und Sie Ihre Präsentation torpediert kriegen: Stellen Sie sich in besonders überheblicher oder ganz besonders lockerer Art und Weise vor Ihre Teilnehmer, sodass allein Ihre Körpersprache schon kommuniziert, dass die Teilnehmer doch froh sein müssen, mit Ihrer Majestät, mit Ihrer unglaublichen fachkompetenten Persönlichkeit in Kontakt treten zu dürfen. Also besonders überheblich, also Arme verschränken ist sehr gut, ganz ablehnend und überheblich schauend, dann die Nase immer wieder nach oben und dann noch die Sprache entsprechend wählen, dass der andere denkt, was bin ich für ein Wurm und was ist das für ein Meister, der da vor mir steht. Sie können ihre Wirkung auch noch dadurch verbessern, dass Sie einen Stift in die Hand nehmen und immer wild mit dem Stift hin und her gestikulieren. Und ganz besonders, wenn Sie wollen, dass jemand Ihnen zuhört, dann schauen Sie und zeigen Sie auf denjenigen. Und wenn Sie wollen, dass derjenige Ihnen zustimmt, dann sagen Sie, Sie sind doch auch der Meinung, dass. Richtig? Und wenn dann einer der Teilnehmer
doch tatsächlich den Mut hat, eine Frage zu stellen, dann klicken Sie einfach eine Weile mit Ihrem Stift herum und dieser Wurm wird schon bald wieder aufhören, Ihre kostbare Zeit zu stehlen. Was auch gut ist, um Ihre Teilnehmer zu verwirren, ist ein unmotiviertes Klicken einfach auch selber während Ihres Vortrages. Denn irgendwann geht die Aufmerksamkeit weg von Ihrem Inhalt und hin zu dem Klicken mit Ihrem Kugelschreiber. Sehr gute Möglichkeit, um Ihren Vortrag sinnlos werden zu lassen. Tipp Nummer 4 ist für all diejenigen, die PowerPoint lieben, und für die wird es ganz einfach sein, diesen Tipp auch zu verfolgen, indem Sie einfach Ihren Blick ausschließlich auf Ihre Leinwand werfen und sich gar nicht um Ihr Publikum kümmern. Denn Sie haben so fantastische Folien gemacht. Die sind so schön. Da steckt so viel Zeit drin. Da müssen Sie einfach die ganze Zeit hinschauen. Das geht gar nicht anders. Und Ihre Teilnehmer, ja, die sollen da auch hinschauen, weil es so toll ist, was Sie gemacht haben. Stundenlang haben Sie mit dem Animationsfunktionen gearbeitet und Sachen reinfliegen lassen und dann noch ein bisschen Sound mit eingebaut. Da müssen auch die Teilnehmer von begeistert sein. Und deswegen brauchen Sie die gar nicht anschauen. Schauen Sie nur auf die Leinwand, ausschließlich. Und naja, so alle 10 Minuten können Sie mal gucken, ob irgendeinem von den Teilnehmern der Kopf auf den Tisch geknallt ist und irgendeine klaffende Wunde da ist. Ansonsten kümmern Sie sich nicht um die, die werden schon bleiben. Schauen Sie nur auf die Leinwand. Tipp Nummer 5, mit der Sie Ihre Präsentation vernichten können. Schauen Sie die ganze Zeit irgendwo hin. Genau, auf die Hände schauen. Leinwand haben wir ja jetzt mal schon erledigt. Aber Sie gucken dann vor allem auch über die Köpfe Ihrer Teilnehmer. Auf keinen Fall in die Augen Ihrer Teilnehmer. Denn dann würden die sich ja angesehen fühlen. Aber das wollen Sie ja nicht. Also schauen Sie irgendwo in der Gegend rum. Und wenn Sie es dann noch mit dem anderen Tipp, nämlich einer ablehnenden Körperhaltung, zusammenbauen, schauen Sie immer nach unten und nuscheln Sie dann so ein bisschen vor sich hin. Dann wird es gut funktionieren, dass Ihre Teilnehmer Ihnen ganz schnell gar nicht mehr zuhören.